Und damit willkommen zu einem neuen Format. Promis vor Prompter. Mein Name ist Dennis Wolter, ich bin Künstler, Moderator und in Schaltjahren Regisseur. Und ich hasse Promo-Interviews. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schreibe das Interview selber komplett vor. Die beiden wissen nicht, was sie gleich sagen werden, die lesen es nur vom Prompter ab. Ich ziehe mich zurück und werde mich hinter der Kamera betrinken. Natürlich mit Milch und nicht mit Alkohol. Funk. Genau. La Action! Das Sommerinterview live vom 178. St. Arschener Salamiball wird Ihnen präsentiert von Ritter Mord, dem neuen True Crime Podcast rund um die blutigen Morde aus dem Mittelalter. Charmant und haltlos eingeordnet vom Volksvagabund Horst Lichter und Kameramann Luki. Festplatte mit Pressefotos und einer Hörprobe aus Folge 1, 7 Silbergulden und ein Halleluja, der schreckliche Tod des Fräulein Schlomp, ist limitiert in der Fleischerei Plöng erhältlich. Kling, klang, klang, Fleisch ist schön. Mein Name ist Benjamin Nesaya Wolter und ich habe eine nicht platonische Beziehung mit einer emanzipierten Leitzierpflanze. Ich begrüße Sie herzlich aus dem winterlich verschneiten St. Arsch, exklusiv vom 178. St. Aachener Salamiball. An meiner Seite der Mann, der nur einmal kann, Thorsten Sträter. Auch von meiner Seite aus ein gepflegtes Messi ist der Goat in die Runde. Ihr neuer Nacktkalender hört auf den Namen Sträter in Strapse. What else? Wie kam es zu der Idee und haben Sie gerade einen fiebrig faulen Knattermann gen Westen gestoßlüftet? Schön, dass du Fragen tust. Ich saß an einem lauen Dezemberabend auf dem Dach meines völkisch möblierten Wohnkrans. Das Best-of von Ben Zucker dröhnte ehrenlos auf Anschlag und ich dachte ungewollt, angesteift an meine kobaltblauen Krampfadern, zart umspielt von einem feinmaschigen Seidenstrumpf in neonpinkem Paisley-Muster, um deine Frage zu beantworten. Die zweite, was du da riechst, ist meine zu einem Fußkettchen verknüpfte Milchzahnsammlung. Kein St. Arschener Salamiball ohne prominente Kartoffelwurstkönigin. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Norddeutschlands viertbestes Bonnie Tyler Double 97. Ausgerechnet ihre Ex-Frau und Zwillingsschwester. Wie hart trifft sie das? Ich beantworte aus Prinzip keine Fragen zu meinem Privatleben, sondern konzentriere mich lieber auf die Arbeit. So konnte ich zum Beispiel jüngst eine Sprechrolle im Animationsfilm Voll frittiert, jetzt erst recht 2 ergattern. Reden Sie weiter. Ich denke derweil darüber nach, ob es eine gute Idee war, beim ersten Date Schindlers Liste zu gucken und ob das vielleicht der Grund ist, warum Sie seit vorletztem Mittwoch nicht auf meinen neuen, mit Haaren geschriebenen Liebesbrief antworten. Ich hänge noch bei dem völkisch möblierten Wohnkram, wenn ich ehrlich bin. Jabadabadu. In Voll frittiert, jetzt erst recht 2, geht es um den Priestersohn Duck Dick, der sich durch einen bösen Fluch in schnittfestes, non-binäres Speisefett verwandelt. Und in welche Rolle durften Sie schlüpfen? Und ob ich mit dem Kussversuch wenigstens bis nach der Balkonszene hätte warten sollen? Ich bin der böse Hexer Ölibert Matschpups, die glücklose Hafendirne Carlotta Kringelpimmel und lese im togolesischen Akzent den Abspann vor. Hört, hört! Parallel dazu führen Sie beim Alles Atze Reboot Regie. und launchen eine eigene Wandtattoo-Kollektion. Ganz Deutschland fragt sich, wie schöpft die Lachsau Thorsten Sträter neue Energie? Eine zugegebenermaßen ziemlich interessante Frage von einem beistelltischgroßen Jungburschen, der kleidungslos höchstwahrscheinlich einer in der Nachmittagssonne geschmolzene Taufkerze gleicht. Ich tanke Kraft beim Taekwondo und dem Katalogisieren von Pflastern, die ich sonntäglich in Hallenbädern ertauche. Letzte Frage, Herr Sträter. Bitte kurz und knackig. Mir ist beim urbanig vollzogenen Betreten des Geländes eine Servalatswurstmanufaktur ins Auge gestochen und ich möchte um jeden Preis meine Insulinspritze gegen ein verzehrfertiges Windspiel eintauschen. Meine Güte! Ihre neue Show Sträter auf der Straße startet am 31. Februar 2029 in Sat.1 Gold. Worum giggeli 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 geht's? Ah, mit
Ich habe mir hier was gezerrt. Ich werde mich 87 Minuten lang armwedelnd und so wie Gott mich leider schuf, in der Busendorfner Fußgängerzone positionieren, um möglichst oft nach Videobotschaften gefragt zu werden. Denn genau das liebe ich. Und ich will im Winter meines Lebens nur noch Dinge tun, die ich liebe. Ich bedanke mich herzlich bei Thorsten Sträter, einem aus Klosteil geschmiedeten Comedy-Giganten, der trotz altersbedingt weichbleibender Weichteile selbstbewusst seinen Weg geht und uns hoffentlich noch einige Jahre erhalten bleiben werden tut. Mein Name ist Vorhaut, ich ziehe mich zurück. Was? Das war doch mein Interview nach meinem Geschmack. Sensationell gutes Spiel. Ich habe wirklich jetzt wirklich Infos erhalten, die ich wahrscheinlich nie haben wollte, aber ganz toll. Tolles Interview, das ist gar nicht langweilig gewesen, sondern eher erheiternd. Ja. Und ja, ich habe jetzt Hunger auf Wurst und wir gehen in die Endkarte. Ich muss kurz meine Moderationskarte holen. Oben ist Deutschland wirtschaftlich am Ende. Nee, falsch. Ist Thorsten Sträter wirtschaftlich am Ende von High Performer Henning. Und unten gibt's unseren Podcast, den wir mit Thorsten Sträter im Anschluss erst aufnehmen, aber der lief jetzt schon. Grüße.